Sie bei diesen Sicherheitsfragen. Da muss man schon sehr aufpassen, damit ich die persönliche Freiheit der Menschen nicht gefährde. Aber ich meine, Missbrauch gibt es halt hin und wieder. Auch ich bin schon abgehört worden und weiß nicht warum. Das erfährt man halt dann noch, du bist abgehört worden. Ich habe dann noch niemanden erfahren, warum und wieso. Vielleicht ist das halt so bei Politikern. Aber wissen Sie, wenn wir dann der Sobotka, der war gestern mit da, kommt jetzt nächste Woche noch einmal, wir haben gestern den neuen Polizeidirektor hier eingeführt und mit ihm im Vorfeld auch die Steinhaus-Geschichte besprochen. Wenn der kommt und mir sagt, dass sie bei dieser Razzia da im Volksgarten und sonst wo und da hinten am Kalvarienberg, vor der Grazer Gemeinderatswahl und in Wien, das waren ja die zwei Schwerpunkte, dass sie dort bei bestimmten Personen bestimmter Herkünfte im Schnitt 5 bis 8 Handys gefunden haben, Wertkarten und alle möglichen Internetgeschichten, dann sage ich, muss ich für den Fall einer Gefährdung durch richterlichen Beschluss, also und für sonst was bin ich nicht zu haben. Also das führt dann irgendwann zurück. Ja. Aber das geht halt geschwind. Weil ich muss ja, wenn ich jemanden verhofte und den ich an die Untersuchungshaft nehme, muss ich ja auch auf der Stelle einen richterlichen Beschluss herbeiführen. Durch richterlichen Beschluss so etwas rasch vermitteln können. Und es tut mir leid, dass die das jetzt in den letzten 6 Wochen vor der Nationalratswahl offensichtlich nicht zusammenbringen, aber dann wird es kommen, weil es kommen muss. Weil es geht. Lassen Sie sich das bitte einmal von Beamten, wenn Sie sagen, der Minister ist mir subjektiv, von Beamten erzählen. Lassen Sie sich von den Staatsschützern, die mir ja immer Berichte abliefern, man, die kennen Ihnen nicht alles erzählen, weil Sie wissen, das ist nicht einmal mir, aber mir erzählen so ein bisschen was, was alles läuft. Lassen Sie sich erklären, was in Graz alles läuft. Das ist nicht nur so dahergerettet, diese Sache mit den Salafisten und so weiter. Und dann reden wir darüber, was muss ich tun, um denen habhaft zu werden. Und da müssen wir ein Stück weiter gehen können, um sie, wenn Verdachtsmomente da sind, überwachen zu können. In Deutschland und sonst wo haben sie das ja schon, aber dann hat ja bei dem, der jetzt da wieder zugestanden hat, hat die Richter gesagt, nein, nicht, wird nicht ausgewiesen geblieben und hat dann was angerichtet. Also kein Überwachungsstaat, aber bei Verdacht muss es schnell gehen, dass sich jemand. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!